Einen wunderschönen guten Tag in die erlauchte Runde der Workshop-Teilnehmer zum heutigen Workshop hier am 11.11. um 11 Uhr. Besser könnte es gar nicht passen. Insofern freue ich mich, dass ihr heute hier zahlreich erscheint und der Raum füllt sich weiter, obgleich wir natürlich auch eine gute Agenda haben, die wir hier wohlwissentlich gleich in die Umsetzung bringen wollen. Denn ihr seid hier, um so ein Stück weit etwas mehr über den Forex Bull zu erfahren, was das ist, etc. Und auch natürlich den Nutzen, den der Forex Bull letztlich verleiht. Darum soll es so in den nächsten, ja, 50, 60 Minuten gehen. Ich will hoffen, ich bin zu hören und ihr seht zunächst unsere JFD-Startseite. Wenn ja, gibt es mal kurzerhand Feedback und dann können wir auch gleich direkt weiter durchstarten. Durchstarten solltet ihr übrigens auch. Kleiner Hinweis an der Stelle. Wenn ihr hier sozusagen mit Guidance auf Tuchfühlung geht, beziehungsweise hier sozusagen auch eine direkte Trading-Konnektivität sucht, neben den Socials, wo ja der liebe Andreas, der Markus, ich, Bernd und alle anderen auch zugegen sind, ist natürlich hier auch eine Plattform geschaffen worden von Börsegrow, wo man sich austauschen kann mit Charts und dergleichen. Ihr seht es auch hier. Ist der liebe Bernd so gut wie täglich auch am Start mit entsprechenden Briefings rund um den Forex Bull. Auch wichtig zu wissen, da hier immer mal reinzulesen, um da auch ein Stück weit ja abgeholt zu werden, wie denn der Forex Bull funktioniert, beziehungsweise die Anwendung selber auch erfolgen kann. Also erstmal danke für das Feedback, Joel, Andreas. Wunderbar, ich bin zu hören und zu sehen. Insofern kann ich natürlich auch dann gleich mal weiter fortsetzen, meinen Dialog, denn heute, wie gesagt, geht es um den Forex Bull und hier auch ist jetzt auch ein Post zum heutigen Devisenradar. Natürlich auch direkt um die neue, ja, sage ich mal, Erscheinung des Forex Bulls. Der hat ja hier sozusagen ein neues, ja, Design erfahren, eine neue Optik, viel funktionaler und mit wesentlich mehr Input auf der Webseite selbst. Hier gebe ich zu Beginn immer den Tipp an der Stelle, dass ihr euch gern mal die Zeit nehmt. Und hier ist es nicht so, dass ihr irgendwie ein Buch lesen müsst, was Stunden dauert, sondern wirklich über die Website mal ein Stück weit, ja, herlang scrollt, um hier einerseits die Bullet Points hier oben oder aber auch direkt per Scrolling so ein Stück weit mal in Erfahrung zu bringen, um was es hier eigentlich geht. Denn so manchmal ist die, ja, Annahme dessen, was der Forex Bull kann oder was er vielmehr ist, nicht ganz so klar. Das haben wir aber im Prinzip hier versucht, soweit möglich auch verständlich darzustellen. Und ich will euch heute noch ein Stück weit mehr abholen, eben rund um das Tool selbst und natürlich auch die praktische Anwendung. Das ist natürlich für jeden von euch wichtig an der Stelle. Wie kann ich es nutzen? Grundsätzlich hier auf das Morning Briefing nochmal zurückgekommen. Hier oder zurückzukommen, hier vom Trader Desk, von unserem Pro Trader Team, gibt es natürlich da praktisch den Artikel selbst verlinkt vom Godmode Trader. Hier dann entsprechend auch mit einem Signalfilter. Und ihr seht es auch, wenn wir das mal aufrufen, den Forex Bull Trend Screener. Das ist sozusagen ein neues Feature, was wir eingefügt haben, was natürlich auch über den Forex Bull hinaus einsetzbar ist. Aber seine Stärke natürlich hier beweist, dass man entsprechend mit dem Forex Bull und der Konnektivität dieses Tool hervorragend nutzen kann, um sozusagen die Signale dann auch nochmal mit diesem, das sagt der Name ja schon, Trend Screener abzugleichen. Und wie man das eben dann auch machen kann, erläutern wir hier relativ schlank in diesem Morning Briefing. Und da gab es eben auch heute zum Beispiel ein Trade, eine Trade-Idee vom Forex Bull vorgeschlagen zum Euro gegenüber dem britischen Pfund. Soll heißen, wenn ich schon sage, ein Signal, eine Trade-Idee, der Forex Bull selber ist praktisch hier ein täglicher Chancenfinder, der euch mehr oder weniger den statistischen Vorteil des Tages auswirft. Und ohne jetzt direkt einzusteigen, möchte ich jetzt erstmal ein Stück weit, ja, über den Tellerrand blicken und dann eben das Tool so, ich will es nicht sagen, in der Tiefe erklären, aber zumindest dessen, dass ihr versteht, worum es da eigentlich geht. Also wie kommt das Tool zu den entsprechenden Signalen beziehungsweise Handelshinweisen? Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Und dann werden wir zum Ausgang auch nochmal schauen, was der Euro gegenüber dem britischen Pfund macht und auch mal live auf den Chart schauen, beziehungsweise vielmehr auf das Template in Chartverbindung, was nämlich hier dann sozusagen nutzbar ist. Also, eine lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange gleich mit ein paar Slides an. Wenn ihr Fragen habt, bitte gern reinstellen. Ansonsten für jeden, der sich hier sozusagen auch mal versucht will,
das Tool zu testen. Wir haben das in drei Varianten auf monatlicher Basis kündbar, ist nicht teurer als ein Pizzabesuch auf Monatsbasis. Insofern macht es Sinn, sich auch mal damit auseinanderzusetzen. Und die 14-tägige Testphase, die wir hatten, haben wir auch aufgrund administrativer Gründe abgeschafft. Und vor dem Hintergrund, ich möchte es gleich erläutern, dass natürlich der Forex Bull mit Blick auf 14 Tagen nicht so viele relevante Signale liefert wie natürlich auf 4 Wochen. Und wenn man ein Tool 4 Wochen testen kann, dann hat man schon eine relativ gute Tuchfühlung, um mit dem Tool umgehen zu können oder auch dessen Nutzen zu erkennen. Und insofern haben wir hier eben praktisch dann diese 14-tägige Festphase aufgelöst, weil es einfach zu großer administrativer Aufwand war. Und hier fiel mir eben jetzt das monatliche Abo, was eben nicht mehr als ein Pizzabesuch ist, aufgeworfen, wo man das Tool einfach unverbindlich testen kann und natürlich auch monatlich kündigen darf. Produkte gibt es natürlich, wenn es einem gefällt, dann auch auf mehr monatlicher Basis mit dann entsprechend auch diversen Laufzeitvarianten. Gibt es dann eben ein paar Monate umsonst und dergleichen. Also, das mal zur Erscheinung rund um den Forex Bull. Gib den Tipp, da sich auseinanderzusetzen. Ich werde den Link direkt mal reinscheren. Wenn die Aufzeichnung dann auf YouTube ist, werdet ihr dann auch diesen Link unter dem Video finden für alle, die das dann im Nachgang sehen. Alright, dann checke ich jetzt mal die Slides sozusagen. Ich sehe auch gerade, dass wir Twitch-Fans auch als Zuschauer haben hier aus dem hohen Norden. Ein dritter Andreas meldet sich hier zu Wort. Lieber Mr. Bernicker, grüß dich Andreas in den Norden. Nach Potsdam. Wir haben auch hier noch den einen oder anderen Andreas zugegen. Insofern will ich das gleich mal im Plural ausdrücken. Hier erstmal eine Runde an einen Gruß an die Andreas-Runde, sozusagen auch im Allgemeinen, neben dem speziellen Gruß an den lieben Andreas Bernstein. Alright, dann an der Stelle vielleicht auch nochmal mir den Tipp geben, liebe Leute, woher habt ihr die Intention, zum Forex Bull Workshop zu kommen, beziehungsweise lasst mich das insofern viel besser formulieren. Seid ihr das erste Mal heute hier oder nicht? Das heißt, schreibt es einfach mal rein. Ja, also Premiere sozusagen, ihr seid das erste Mal dabei oder ihr seid hier sozusagen Wiederholungstäter. Das wäre mal ganz wichtig zu wissen. Gebt mir da bitte mal einen Tipp, wer hier sozusagen das erste Mal dabei ist oder auch wer Wiederholungstäter ist. Und da strömt das auch schon rein. Danke für die Interaktivität, nicht Inaktivität, sondern Interaktivität. Kommt gleich das Feedback durch den Ether geströmt. Wichtig auch zu wissen natürlich, der ein oder andere, der hier, ich sehe es ja gerade auch gleich direkt den Begriff aufgenommen, Thomas, sei gegrüßt, Wiederholungstäter. Es wird jetzt natürlich nicht so viel Neues geben, um den Forex Bull zu erklären, weil das ja, wie gesagt, der Einsteiger-Workshop ist. Also hier geht es um die grundsätzlichen Züge des Tools, des Vorgehens und natürlich, wenn es Fragen gibt, könnt ihr die auch natürlich jederzeit stellen. Im Schwerpunkt ist es natürlich so, dass wir, ja, das Tool erstmal erklären für die, die wo nicht das erste Mal da sind. Ansonsten Wiederholungstäter können sicherlich auch noch was mitnehmen, auch im Rahmen der Erklärung der neuen Landingpage. Also insofern dann viel Spaß uns allen. Dann werde ich mal die Slides hochfahren und euch da ein Stück weit eben abholen, worum es jetzt genau beim Forex Bull geht. Alright, da geht's los. Die Slides müssten zu sehen sein. Und da seht ihr auch schon das, was ich ja auch eingangs sagte, mit der Thematik Chancenfinder, Kursprognosen. Der Forex Bull bedient sich hier letztlich einer künstlichen Intelligenz zur Mustererkennung. Wie das genau erfolgt, werde ich euch jetzt dann erklären. Wie gesagt, nicht hochwissenschaftlich, um Gottes Willen, nur dass ihr ein Stück weit einen Einblick bekommt, wie das Tool überhaupt auf die entsprechenden, ja, Setups gelangt. Und wenn ich hier vom Forex Bull spreche, möchte ich euch gleich ein Stück weit mal den Hinweis geben auf die kommenden Bullen. Ja, auch wieder hier die Mehrzahl an der Stelle. Wir haben dann sozusagen zwei Bullen in der Pipeline, die wir, und da dürft ihr euch schon drauf freuen, mit den Börsenbullen dann auf Einklang bringen werden. Und hier ist es dann so, dass es dann alsbald ein Tool oder eine Tool-Möglichkeit gibt vielmehr, die sich sozusagen an den Forex Bull anschließt. Das ist dann der Seasonal Bull und das in Verbindung sind eben dann die Börsenbullen, wo sich hier auf Intraday bis in Anführungszeichen 5 Tage rund um den Forex Bull und dann eben auch auf den Seasonal Bull, da geht es dann um Swing Trading von 5 bis 25 Tagen, hier dann praktisch auch, ja, ein Sammelsurium an Möglichkeiten gibt, um hier Trade-Ideen zu bekommen. Chancen aufgrund statistischer Daten sozusagen zu erhalten, ohne selbst irgendwas mathematisch ausrechnen zu müssen oder einen Algorithmus zu entwickeln. Nein, das ist eben das, was wir euch hier als Mehrwert liefern.
Tools, die sozusagen hier das Vorab-Screening vornehmen. Natürlich geht es hier nie um eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, denn wenn wir mit Chancen arbeiten, dann geht es natürlich darum, dass wir uns einen statistischen Vorteil erarbeiten, ja, also die Chancen auf unsere Seite ziehen wollen. Und ich bin da selbst ein großer Fan von ja, zyklischen, saisonalen, aber auch natürlich, sage ich mal, Pattern-Logiken, ja, also gewisse Muster, die immer wieder auftreten, um dann sozusagen einen Vorteil rauszuziehen. Und genau das tut der Forex wie auch der Seasonal Bull, die hier sozusagen dann ein Stück weit unterschiedlich, aber generell eben da in die Tiefe schauen, um sozusagen hier den statistischen Vorteil auf unsere Seite zu ziehen. Und das finde ich im Einklang dann mit der Chart-Technik hochinteressant, da sich natürlich hier interessante Möglichkeiten bieten, die, wenn man diese Tools eben nicht nutzt, sich bei vielen anderen, dann eben nicht zeigen. Und das ist genau das, worum es geht und somit auch gleich mal weitergeslidet hier und den Hinweis, dass wenn wir jetzt aufbauend auf diesen Workshop ja, weitergehen im Handelsmonat, ist es ja so, dass wir dann auch den, ich will sagen, den Pro, also den, sagen wir mal schon fortgeschritteneren Workshop starten. Das wird hier am 25.11. sein, Donnerstag auch wieder um 11 Uhr. Und da ist der liebe Bernd dann sozusagen noch viel mehr in der Pütt, wie es so schön heißt. Denn da werden wir ein Stück weit den Trendscreener, wo wir heute auch noch zeigen, hier sitzt er übrigens auch schon mal leicht eingeblendet, vorstellen und dann auch den Forex Bull EA. EA steht hier für Expert Advisor. Das ist ein automatischer Handelsroboter, den wir auch live einsetzen und auch natürlich schon in verschiedenen Phasen auch weiterentwickelt haben, der dann hier als EA Expert Advisor Handelsroboter die Signale sozusagen automatisch umsetzt. Ja, man muss schon das Währungspaar identifizieren, den Handelsroboter aktivieren, aber grundsätzlich geht es natürlich darum, dass man mit diesem Handelsroboter ja letztlich nicht den ganzen Tag vom Desk sitzen muss, sondern einem hier buchstäblich die Arbeit abgenommen wird. Und jetzt bin ich vielleicht von rechts nach links so ein Stück weit vom Forex Bull, der Landingpage, ein Stück weit eben, wo es den Content gibt, eben jetzt auch noch mit dem Trendscreener ein Stück weit zu weit ausgebrochen im Rahmen der Erklärung. Deswegen hier direkt abgeholt an der Stelle. Worum geht es genau beim Forex Bull? Das ist jetzt erstmal der Schwerpunkt. Darum soll es jetzt auch gehen, dass ihr das mitnehmt, was der nämlich tut. Dieser tut nichts anderes, als euch Signale für den nächsten Handelstag, das ist das Kernstück des Tools. Man kann auch mit der Kristallkugel mehrere Tage vorausschauen und noch viele andere Features nutzen. Aber prinzipiell ist er, und das ist der Schwerpunkt mit dem Screener, dazu zuständig, Signale für den nächsten Handelstag zu generieren. Wie er das tut, schauen wir uns gleich im Detail an. Aber grundsätzlich hat man hier für heute Abend dann sozusagen gesehen, wenn man denn 23 Uhr noch am Rechner sitzen mag, eine theoretische Vorausschau der Entwicklung am nächsten Handelstag. Sprich, heute Abend weiß ich schon aufgrund der statistischen Rahmendaten, wie das aussieht, wie gesagt, sehen wir uns gleich an, wie der morgige Handelstag sich entwickeln könnte. Und speziell für Forex, also den Devisenhandel, deswegen heißt er übrigens auch Forex Bull, der hat seinen Fokus am Devisenmarkt. Hier haben wir, ein kleines Gimmick an der Stelle anbei, mittlerweile aber auch echte Aktien drin. Das ist speziell DAX 40, Dow Jones 30. Wir haben auch Indizes, wir haben auch Kryptos und Rohstoffe. Aber der Forex Bull, sagt der Name schon, hat seinen Ursprung und den Fokus auf den Forex-Markt. Und diese Daten kommen auch als erstes rein. Das heißt, die Forex-Daten für den nächsten Handelstag sind, wie gesagt, heute ab 23 Uhr für morgen den Freitag verfügbar. Und die anderen Daten kommen dann im Laufe der Nacht rein. Letztlich, wer praktisch ein Early Bird ist und früh aufsteht, sei es um 5 oder 6 Uhr, der kann sich dann in aller Ruhe mit seinem Tässchen Kaffee an den Desk setzen, um dann sozusagen am Morgen die Signale für den laufenden Handelstag dann abgefragt zu wissen. Und das ist natürlich ganz klasse, weil man hier sozusagen, und dann kommen wir wieder zurück zu dem Thema Chancenfinder, Handelsideen, Kursprognosen, die kriegt man sozusagen vorgekaut nach dem Setup vom Forex Bull, was denn möglich ist. Ja, die KI, das nennt sich oder steht für künstliche Intelligenz, liefert hier, und das seht ihr, die täglichen Prognosen für den entsprechenden High, Low, Close. Das heißt, Höchstkurs, Tiefstkurs und Schlusskurs wird angezeigt. Und das ist genau der Punkt, wo man sagt, hier hat der Forex Bull sozusagen die Vorgabe, diese Daten aufgrund der statistischen Vergangenheit auszuwerfen. Das sind Prognosen. Wie gesagt, hier geht es nicht darum, und wir hatten schon oft den Fall, dass beispielsweise das Goldtief um 1 Cent nur verfehlt wurde oder ein bestimmtes Währungspaar das Hoch wirklich on the point auf den Pip getroffen hat. Das ist aber auch, wie gesagt, dann nicht das Maß der Dinge, sondern das ist praktisch einfach aufgrund der statistischen Kennzahlen geschuldet und die Prognosen weisen vielmehr die Trendrichtung an. Ja, das Hoch, Tief und der Close sind
Rahmendaten, die sich daraus ergeben. Aber vielmehr ist der Forex Bull sozusagen eine Indikation für den Tagestrend, den man dann mit verschiedenen Parametern abchecken, abprüfen sollte, um dann eine Trade-Idee daraus abzuleiten. Das beschreiben wir im Übrigen auch dann direkt speziell im Tool Forex Bull. Da gibt es auch die Handels, sage ich mal, Anweisungen, sozusagen vielmehr die Lektüre dazu, auch im Tool selbst, wo man dann praktisch ein Stück weit sich auch einlesen sollte. Das Ganze findet sich dann hier mehr oder weniger, wenn wir jetzt mal das Tool direkt mal live reinholen. Das ist praktisch heute hier dieser Auswurf. Ich zeige euch dann, wie ihr hier praktisch dann diesen ganzen, sage ich mal, Salat hätte ich nicht gesagt, aber dieses ist ja im ersten Moment erstmal überladen. Die ganzen Währungspaare, ihr seht auch noch die Kryptowährungen sind dabei, ihr seht auch die Indizes, wie ihr das dann hier sozusagen zusammenstellt, bekommt es auch von mir dann aufgezeigt. Aber hier der Hinweis eben mit diesen ja, Manuals, mit diesen Anleitungen, hier gibt es dann praktisch auch diese ja, PDF-Dateien zum Lesen und hier auch der Tipp, wenn ihr euch mit dem Tool beschäftigt, gebt es euch an der Stelle auch den auch hier die Kurzanleitung zu lesen. Das dauert keine 15 Minuten, keine 20 Minuten. Da habt ihr sozusagen im Grundzug das auch drauf, was ich euch jetzt hier noch zeigen werde. Das große Handbuch geht natürlich dann hier ein Stück weit noch in die Tiefe, aber das ist definitiv zu empfehlen, um eben weiter das Tool nutzen zu können. Und wie es mit allem ist, sag mal, wenn man das erste Mal irgendein technisches Gerät nutzt, sollte man sich natürlich durchaus mal die Bedienungsanleitung durchlesen, auch wenn man das nicht in der vollen Gänze mit allen AGBs klarerweise tut, sollte man die wichtigen Skills sozusagen entnehmen, um damit arbeiten zu können. Und das Tool, ihr seht es selber, ist ein separates Software-Tool. Das ist jetzt nicht konnektiv verbunden mit dem MetaTrader, sondern es ist eine eigenständige Software, die ihr sozusagen hier auf euren Rechner ladet und aktivieren müsst. Wir arbeiten im Übrigen auch daran, eine Web-Version zu machen, wo die Signale dann sozusagen auf einer, sage ich mal, Drittwebsite sozusagen zu sehen sind, wenn man dann den Zugang dafür hat. Aber grundsätzlich ist die Stärke des Tools eben das, dass man hier eine separate Software hat, die einem dann hier sozusagen die Handelssignale des Tages anzeigt. Und hier, wie gerade schon angesprochen, haben wir Hoch, Tief, Close als Kursdaten. Entsprechend hier sogar die spannende Situation, dass es beim Neuseeland-Dollar, US-Dollar zwei Pattern gibt. Und wer den Markt heute verfolgt hat, wird auch gesehen haben, hey, der Neuseeländer US-Dollar hat ja heute einen negativen Tag und das im Prinzip schon seit der Night Session, seit der Asia Session, seit dem Nachthandel. Und hier ein gutes Beispiel dafür, dass statistisch hier ein bullischer Tag zwar vorlag, nach dem Motto, hier ist in den vergangenen Jahrzehnten mit einer Trefferquote entsprechend von 68% und dieser Häufigkeit der Handelstag so beschlossen worden. Pattern Nummer 1 hier oben, Pattern Nummer 2 sehen wir hier. Ist dann praktisch auch bullisch. Und das ist ganz spannend, dass man eben auch hier zum Beispiel sieht, dass es mehrere logische bullische Setups geben kann mit unterschiedlichen statistischen Wahrscheinlichkeiten. Und dennoch, dass wir hier diesen bullischen Fahrplan für heute hatten, hat sich das Währungspaar schon in der Nachtsession nach Süden verabschiedet, in dem Fall der Kiwi Neuseeland Dollar US-Dollar, sodass man dieses Signal hätte auch gar nicht umsetzen können, Schrägstrich sollen, weil eben hier gewisse Parameter, die wir dann eben wiederum im Handbuch beschreiben, sozusagen nicht erfüllt wurden. Nur mal als Stichwort, Pivot Point ist hier ein Punkt, die Asia Range ist auch ein Point, das heißt, wir warten im Prinzip den asiatischen Handel ab, bevor wir überhaupt Trades platzieren in unserer europäischen Zeitzone. Insofern sitzen wir hier, sage ich immer so schön, am goldenen Ort zwischen dem asiatischen und dem amerikanischen Handel. Haben wir hier in Europa sozusagen die Zeitzone, wo sich alles crosst und wir auch das anständige Volumen haben, um mit diesen Pattern hier auch profitabel arbeiten zu können. Aber das Beispiel zeigt eben, dass wir hier Ideen geliefert bekommen, die am Ende des Tages natürlich immer noch mal abgeglichen werden müssen. Das heißt, hier ist es nicht die mit Verlaub eierlegende Wollmilchsau nach dem Motto, ich kriege hier einen Treffer und es muss alles funktionieren, sondern man sollte natürlich hier schon ein Stück weit abgleichen. Jetzt habt ihr hier übrigens auch schon das Tool, den Saisonalitätsindikator gesehen. Sehr schönes Feature hatte ich heute erst beim Devisenradar auch genutzt, beim Eurocut, wo man hier sozusagen das saisonale Verhalten mit Blick auf die entsprechenden Jahreszahlen ja, ablesen kann. Das finde ich immer ganz spannend. Nach dem Motto, hey, wie hat sich denn das Währungspaar im Blick der letzten 20, 30 Jahre vom Zeitraum XY entwickelt? Und wenn das mit dem Chart zusammenpasst, finde ich das immer ganz spannend. Das ist das, wo ich sage, und da komme ich jetzt hier zum nächsten Slide. Was meine favorisierten Setups sind, sind die, dass ich natürlich auf den Preis schaue.
Ich hoffe, ein jeder kennt mich. Hier seht ihr so ein Stück weit Abriss meines Werdegangs. Ich will euch aber hier vielmehr die Werkzeuge nahelegen, denn das ist das, was ich mag. Das sind nämlich die Saisonalitäten, Zyklen. Fuzzy-Vektorlogik ist übrigens der Begriff für die künstliche Intelligenz vom Forex-Bull. Erklären wir, wie gesagt, gleich. Lasst euch da nicht überwältigen mit diesem abstrakten Namen. Der eine oder andere kennt es vielleicht nicht. Aber das sind Sachen, wo ich eben gern Wert drauf lege, wenn ich hier auf den Chart schaue und weiß eben zyklisch gesehen, aber auch Wochentagsstärke ist so ein Feature vom Forex Bull. Einfach, dass es hier heute am Tag oder mit Blick auf die nächste Woche eben ein bullisches oder bärisches Momentum rein statistisch, rein vergangenheitsbezogen gibt. Und das ist etwas, was man durchaus nutzen kann, wenn man es denn weiß, einzusetzen. Und das ist genau das, wo ich sage, mit dem Forex Bull erlangt ihr praktisch einen Vorteil, den, ja, man darf schon sagen, viele andere Marktteilnehmer nicht haben. So, jetzt habe ich gerade mal direkt zwei Fragen, die ich direkt aufnehme. US-Dollar-Yen, Thomas, das ist natürlich jetzt eine Geschichte mit Gold. Ich habe jetzt gar nicht das Pattern drauf, was der US-Dollar-Yen heute sagt, aber grundsätzlich an der Stelle muss man natürlich auch verschiedene Korrelationen mit ins Kalkül ziehen. Ich sehe gerade, der US-Dollar-Yen ist beim Forex-Bull heute neutral. Also da hat kein Pattern sozusagen identifiziert. Reine Währungsbesprechung kann ich jetzt natürlich nicht machen. Ja, wenn du dir den US-Dollar-Yen wünschst, Thomas, gern unter das heutige Video, hatte ich auch aufgerufen im Devisenradar selbst, Wunschwert, gern US-Dollar-Yen, dann kann ich den morgen mal mit cover. Die Frage, die aber hier noch spannend ist, ist die, der Forex-Bull, wie reagiert er auf Feiertage? Nun, da möchte ich euch gleich abholen an der Stelle, denn die Mustererkennung, die gibt es ja überall. Der Forex-Bull schaut hier in die Vergangenheit und analysiert sozusagen einzelne Tage und leitet daraus, unabhängig von gewissen Pattern-Vorgaben, Setups ab, beziehungsweise Prognosen. Und der Forex-Bull sieht natürlich nicht, ob morgen ein Feiertag vorliegt oder ob in der Vergangenheit an bestimmten Tagen ein Feiertag vorlag. Das heißt, hier an der Stelle geht er ganz strikt vor und analysiert XY Jahre, Jahrzehnte und sucht dort, und das werden wir, wie gesagt, gleich in der Masse kennenlernen, hier eben Wiederholungsmuster. Und das setzt er in statistische Verhältnisse. Schauen wir uns gleich an. Wie gesagt, ich habe jetzt schon gerade mal das Tool gesehen, den Forex Bull. Ich zeige es euch gleich nochmal konkret, wie er das Szenario anlegt und wie ihr dann praktisch diese Signale dann zu lesen habt. Und hier ist natürlich der Punkt der, dass es nicht diesen Abgleich gibt, war jetzt vor 3 Jahren am 11.11. ein Feiertag oder ist morgen ein Feiertag, sondern hier geht auch die Klasse der Masse. Das heißt, der Forex Bull analysiert natürlich dieses Pattern mit einer bestimmten Mindestvoraussetzung. Also es muss schon häufiger aufgetreten sein. Insofern verwischen sich einzelne Handelstage in jedem Fall. Nun denn, lasst uns mal ein Stück weit von hinten das Ganze aufrollen, nämlich hier die Mustererkennung. Worum geht es eigentlich? Da schließt sich der Kreis mit meinem Framework in Sachen Saisonalität, Zyklen und dergleichen, dass man hier praktisch ja sucht, vergangene Muster, vergangene ja, Wiederholungen diverser Art auszuwerten. Und die Mustererkennung gibt es ja gerade eben am Finanzmarkt noch und nöcher. Wir haben ja praktisch hier einen riesen Finanzsalat. Also ich meine, wenn es am Finanzmarkt nicht Zahlen gibt, wo dann? Und der Punkt ist halt, dass wir hier jetzt durch diese Massen an Daten diese eben auswerten wollen. Und hier gibt es eben die verschiedenen Ansätze. Statistisch, saisonal, in der Kombination mit der Fuzzy-Vektorlogik eben dann das Feature, dass wir hier auf den Intraday-Verlauf schauen können. Doch bevor ich da jetzt eingehe drauf, Ursprung, Ideen, lasst erst mal mich kurz erklären, wieso ich das überhaupt nutze. Denn ich will euch hier abholen, was mich dann dazu verleitet hat, das umzusetzen. Und um hier jeden, der jetzt so ein Stück weit schon lauscht und auch dabei ist, gleich mal ein Stück weit abzuholen und in die Aktivität zu bringen, sagt es mir doch gerade mal, was könnt ihr euch denn vorstellen unter saisonalen Tendenzen? Als grobe Überschrift, haut's mal ein paar Ideen in den Chat rein, damit ich mal so ein Stück weit auch weiß, ob ihr da sozusagen ja die gleichen Absichten hegt wie ich, wenn ich die Begrifflichkeit Saisonalität höre. Also hier frage, was stellt ihr euch denn da vor? Da gibt es jetzt auch kein richtig oder falsch, sondern was könnte ich mit diesem Ansatz meinen? Das ist etwas, wo ich einfach mal ein Stück weit euch aufrufe, hier eben Antworten zu geben, wohin die Reise gehen können. Das kann jetzt verschiedenartig ausfallen, klarerweise. Die Frage ist natürlich immer die, wie nutzt man dies oder was bringen mir saisonale Tendenzen? Jetzt kommen schon die ersten Fragen oder vielmehr Antworten rein und da sehe ich ganz klar, hey, ja, fundamentale Entwicklung, bedingt, man darf hier eben vielmehr auf
gewisse Zyklen Hopfen. Lass mich das vielleicht aufklären. Beginn- und Erntezeiten, Herbst-Grippewelle ist natürlich auch ein Punkt, durchaus. Lass mich das mal hier in diesen Punkten definieren. Es geht generell um zyklisches Verhalten. Und da sehen wir auch genau, zum Beispiel kommt es da auch ein Sale in May and go away. Hey, Window Dressing, Jahresendrallye, jetzt nimmst du mir so ziemlich alles raus, was ich jetzt auf dem nächsten Slide habe. Letztlich geht es natürlich hier in jeglicher Art um Wiederholungseffekte. Und ihr hört das, ich versuche mich hier natürlich auf einer Datenbasis immer wieder dahingehend abzuholen, dass ich diese nutze, um in die Zukunft zu schauen. Und das kannst du im Prinzip zyklisch, saisonal, kalendertechnisch oder sogar auf die Wochentagsstärke bezogen. Ist übrigens ein interessantes Feature, dass man zum Beispiel mit dem Forex Bowl als kleines Feature-Setup in der Toolbox on top erfährt, was denn zum Beispiel am Montag, und ich habe das häufiger im Devisenradar schon genutzt, oder auch am Freitag oder Mittwoch, hier das jeweilige Währungspaar, die Aktie, der Rohstoff, denn tendenziell für ein Verhalten hat, sich zu entwickeln. Und ihr wisst um die Tatsache, dass der Goldpreis vor dem Wochenende, Friday Gold Rush als Überbegriff lässt grüßen, generell stark ist, weil die Leute sich vor dem Wochenende absichern. Es könnte eine große Währungsreform geben, es könnte einen Währungscrash geben über das Wochenende hinweg und am Montag gibt es nichts mehr, außer das liebe gute Edelmetall. Ja, das sind alles Begründungen dafür, wo man eben dann tatsächlich sich überlegt, warum steigt denn der Goldpreis eigentlich am Freitag immer und statistisch interessant, am Montag fällt er in der Regel. Und wenn man das sozusagen weiß, hat man eben den kleinen, aber feinen Vorteil gegenüber Marktteilnehmern, die das nicht haben. Und gerade im Rahmen der Saisonalität ist es ja so, wenn wir in das professionelle Trading auch uns, sage ich mal, hinaufbegeben, gerade in den Terminmarkthandel, in den Future-Handel, dann ist das natürlich etwas, was bei diesen Marktteilnehmern schon völlig normal ist, die jetzt hier zum Beispiel gerade am Agrarmarkt Weizen ernten, diverse Rohstoffe eben als Überbegriff, Agrarrohstoffe, hier natürlich dann auch mit ihren Termingeschäften sich absichern. Und da ist natürlich ein Verhalten des Wetters elementar wichtig zu wissen. Und das ist natürlich auch etwas, Saisonalität, saisonales Verhalten, was man gleichsam mit eben diesem Setup auf die Börse bezogen verbinden kann, weil natürlich solche Wetterphasen auch zyklisch und saisonal abhängig sind. Aber das ist ganz wichtig, dass man diese eben auch kennt und auch nutzt. Und gerade am Terminmarkt, ja, El Niño als Regenphase, gewisse Trockenperioden, es gibt natürlich, sage ich mal, Verhalten, was jetzt nicht auf sich der nächsten 1000 Jahre sich wiederholen muss, aber mit Blick auf die letzten 100 Jahre etc. sich wiederholt hat. Und das ist etwas, was man für sich nutzen kann, wenn man es denn weiß. Und wir hatten ja auch hier schon die Antwort als Begründung der Jahresabschlussrallye, Window Dressing, eben aber auch das Nachfragephänomen bei Gold im Rahmen der Hochzeitssaison in Indien. Das ist ja wirklich ganz abstrakt in Anführungszeichen, wie viele indische Familien oder speziell auch Väter sich verschulden, um eben dann im Rahmen der Hochzeit sozusagen dann ja, dieses Brautpaar mit Gold zu überschütten. Und da gehen jetzt ja, wie gesagt, in Indien jetzt nicht um ein paar hunderttausend Menschen, sondern um Milliarden. Und das ist halt natürlich schon etwas, was sich auch wirklich auswirkt. Das sind alles Begründungen, die man eben finden kann, wenn man sich mit diesen Daten auseinandersetzt. Und jetzt will ich einfach nochmal kurz die Brücke schließen zu dieser Temperaturgeschichte, weil die Meteorologie oder auch die Wetteranalysen sind natürlich etwas, man darf sagen, die Chaostheorie lässt grüßen, ja. Der Schmetterlingsflügelschlag kann im Osten der Welt hier im Westen einen Tornado auslösen und dergleichen. Da gibt es natürlich viele Theorien und Ableitungen, aber grundsätzlich ist es so, dass dieses Wetterverhalten natürlich auch statistisch belegbar ist, ja, obgleich es da auch Unsicherheiten geben kann mit verschiedenen Einflüssen. Faktisch aber haben wir hier zum Beispiel San Francisco als, das sage ich immer gern hier in Fahrenheit, also keine Temperaturen im Rahmen von Grad, ja, also hier bei 65, 70 Grad, glaube ich, wäre es sehr kritisch, hier den Sommer zu feiern. Aber worum es geht, ist, dass es praktisch ganz simpel gesagt hier im Frühjahr, Sommer einen Temperaturanstieg gibt, um dann im Herbst und Winter wieder abzufallen. Das ist einfach eine, ja, Abfolge, die sich hier mit dem saisonalen Verhalten der Temperatur widerspiegelt, wie überall auf der Welt. Ob das die nächsten 1000 Jahre so bleibt, will ich gar nicht bewerten. Ich weiß nur, dass es mit Blick auf die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte diese Entwicklung gab und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wiedergeben wird. Und das ist genau das, was wir auch nutzen, um, jetzt gehen wir direkt mal in den Währungsmarkt, zum Beispiel beim Euro-US-Dollar hier, auch die Zyklik abgefragt zu wissen, dass der Euro gegenüber dem Dollar zum Jahresauftakt zur Schwäche neigt und dann zum Jahresende. Und das ist die simple Ableitung dieser Analogie, hier eine Aufwertung zu erfahren. Ja, das ist hier übrigens jetzt auch nochmal ein uralter Chart von Dimitri Speck, der hier an dieser Stelle mich selber auf dieses saisonale Verhalten vor dann doch schon über 10 Jahren auch
gestoßen hat. Und da war meine Faszination eigentlich geweckt, um hier dann sozusagen eben statistische Daten zu nutzen, sei es im Swing Trading, sei es eben auf Intraday-Basis, aber um so ein Datenmaterial auszulesen und dieses nutzbar machen zu können. Und da hat der Forex Bull dann die nächste Stufe sozusagen erlangt, um hier mit einer künstlichen Intelligenz eben genau dies zu tun. Und was ich sagen will, ist eben, dass man mit diesen saisonalen Charts eben noch tiefer gehen kann, um eben dann auch auf Tagesbasis solche Ableitungen zu treffen. Und da gehen wir jetzt hier ein Stück weit ans Eingemachte. Und hier der Risk-Disclaimer. Klarerweise, wenn wir jetzt dann auch im Weiteren, der liebe Bernd, dann auch einen Live-Chart mal zeigt und wir eben über die Märkte sprechen, ist es nie eine Handelsaufforderung, nie eine Handelsempfehlung. Jeder muss eigenverantwortlich vorgehen und genauso muss er es auch mit dem Forex-Bull-Tool. Ja, hier nicht blindlings jedes Signal handeln, sondern immer auch Chance-Risiko-Parameter abwägen, auch mit einem Stop-Loss den Trade absichern für den Fall, dass er schief geht. Ja, das sind alles Dinge, die gehören dazu und wir sind hier eben an einem gehebelten Markt mit Margineinsatz zugange und das kann natürlich auch schnell mal in eine andere Richtung gehen. Zuletzt hat sich unser Score von profitablen Marktteilnehmern verbessert, deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt Slides zeige, die ja aus früheren Zeiten kommen. Das ist ein relativ alter Slide. Ja, da hat sich die Kundengewinnquote deutlich verbessert. Wunderbar, die Privatanleger verdienen mehr Geld. Das kann auch so bleiben, meines Erachtens, darf auch so bleiben. Aber wir wissen natürlich um die Tatsache, dass wenn man eben nicht mit einem Stop arbeitet und eben planlos an den Markt geht, ja, man dann eben doch langfristig gesehen sicherlich nicht auf der Gewinnerseite stehen sollte. Deswegen wichtig, sich mit den richtigen Tools auseinanderzusetzen. Und ich zeigte eingangs schon das Morning Briefing. Das sind die täglichen Einblicke, die hier so zwischen 8:15, 8:30 auf dem Godmode Trader, auf unserem Pro Trader Desk zu lesen sind, wo hier praktisch der Forex Bull ausgewertet wird, eben mit Intraday Pattern. Wie lange wir das noch öffentlich halten, müssen wir mal sehen. Grundsätzlich gibt es das Morning Briefing jetzt immer wieder und auch hin und wieder Auswertungen von den entsprechenden Signalen, die wir hier untertags dann auch gehandelt haben. Und wenn ich von Signalen spreche, dann gehen wir auch gleich zum Devisenradar über. Das ist sozusagen eine Sendung, die ich auch schon seit über 10 Jahren pflege und hier auch schon immer mal temporär, nicht täglich, weil der Forex Bull, das will ich gleich an der Stelle auch einstreuen, nicht täglich wunderbare Signale liefert. Das ist auch die Geschichte mit dem 14-Tagestest. Es gibt Phasen, wo die jüngsten Daten zur Herleitung dieser Prognosen für den Handelstag eben einfach nicht statistisch relevant sind und keinen Vorteil liefern, sodass der Forex Bull theoretisch morgen kaum Signale liefert oder nächsten Montag auch nicht und dann am Dienstag, wenn er Signale liefert, diese vielleicht auch nicht funktional sind, weil sie schon komplett im asiatischen Handel in die andere Richtung gelaufen sind. Das heißt, hier muss man immer wieder sehen, dass es natürlich verschiedene Parameter gibt, diese Trades zu bewerten. Und hier ist nicht ein Trade das Entscheidende und auch nicht 10 Trades, sondern hier ist auch wieder der Prozess wichtig. Ja, auch wenn er Trading-Strategien selber ausprobiert. Ich hoffe, und das hat man am Anfang immer gemacht, man ist nach 5, 6 Trades immer wieder auf eine neue Strategie gehüpft. Das funktioniert natürlich nicht, sondern man muss hier einer gewissen Sache treu bleiben, um auch den eigenen Vorteil, den ja, Wahrscheinlichkeitswert auch zu kennen, damit man sich auch wohlfühlt und mit diesem Instrument auch gut agiert oder mit dieser Strategie. Deswegen dranbleiben. Hier beim Devisenradar gibt es von mir eben da auch meistens Swing Trading Ideen rund um die Märkte, aber hin und wieder streue ich auch den Forex Bull ein mit täglichen Intraday Signalen. Dann haben wir, und das ist ganz schön, natürlich unser Briefing im Trading Room jeden Tag ab 10. Aktuell Montag 15:30 Uhr. Da seid ihr aber immer informiert, wenn ihr euch da einmal anmeldet und dann sozusagen schaut, wann die Zeiten entsprechend losgehen. Börsentäglich ab 10 ist unser Credo. Und hier, da steht dann Markus, Andreas, meine Wenigkeit, wenn ich denn einspringe oder dann auch in Zukunft den Bernd, wo wir hier tatsächlich den Markt live besprechen und auch den Forex Bull natürlich mit Signalen covern, bewerten und auch vorstellen werden. In Zukunft kommt dann auch noch das Rainbow Trading ein Stück weit progressiver dazu. Also hier wird es dann definitiv nicht so sein, dass ihr über diesen jetzigen Workshop hinaus oder auch wenn ihr das Tool dann runtergeladen habt, irgendwie allein seid, ja, sondern ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, das Ganze weiter zu verfolgen und natürlich auch mit uns jederzeit in den Kontakt zu treten. So, jetzt möchte ich, wenn wir vom Forex Bull sprechen, auch mal ein Stück weit an den Forex Bull rangehen und es da jetzt nicht zu kompliziert machen. Das ist mal so ein Stück weit das Herzstück vom Forex Bull, die Fuzzy-Vektor-Logik. Ja, muss mal simpel darzustellen, wir haben links den Dateneingang. Das kann zweifacher, dreifacher, vierfacher Natur sein. Dann gibt es sozusagen hier einen gewissen Wenn-Dann-Prozess, einen Abgleich und dann gibt es einen Output. Das ist jetzt mal das simple Bild. Ja, so könnt ihr euch das mal ein Stück weit vorstellen. Um die Herangehensweise noch ein Stück weit zu erläutern, möchte ich jetzt noch einen Schritt weitergehen im Rahmen dessen, wo wird denn der Forex Bull bereits eingesetzt? Und da seht ihr, dieses Metier, das habt ihr vielleicht auch im Studium schon gehabt, gerade Controller dürften darüber Bescheid wissen.
Speziell in der Sensorik, Expertensysteme, Prozessleitsystem, Qualitätskontrollen ist die Fuzzi-Vektorlogik ein sehr, sehr beliebtes Tool, weil es diese, ich sag mal, Grauzonen ein Stück weit entschärft. Und das Tolle an der Geschichte ist, die Fuzzi-Vektorlogik, wie gesagt, generell nur in bestimmten Kreisen bekannt, aber durchaus schon etabliert, kann man natürlich mit der technischen Analyse gleichsetzen. Denn die Fuzzi-Vektorlogik macht praktisch eine Art Mustererkennung, ja, auf verschiedenen Gebieten. Und das tun wir ja mit der technischen Analyse auch. Und wenn wir die Daten haben, beispielsweise die Daten einer Candlestick-Kerze, Open, High, Low, Close, dann sind das Daten, mit denen wir arbeiten können, wenn wir einen gewissen Datensalat beziehungsweise eine Masse an Daten haben. Und das sind bei uns dann eben die Bars und Candlestick-Charts, die eben der Forex Bull selbst nutzt, um Ableitung für die entsprechenden Handelssignale zu finden, beziehungsweise die Chancen des Tages. Und hier ist nochmal die Eingangsfolie ein Stück weit expliziter dargestellt. Jetzt haben wir nämlich so ein Stück weit die mystischen Begriffe mit Fuzzifizierung, Inferenz und Defuzzifizierung mit drin. Ich sehe jetzt auch im nächsten Slide gleich nochmal dann ein Stück weit eine Erläuterung. Es bleibt immer dabei, dass wir einen Dateneingang haben, egal von woher, Wetter, Kontrollsystem oder eben dem Finanzmarkt. Das Ganze wird dann in eine gewisse Regel gesetzt und hier ist ganz spannend, dass nämlich der Forex Bull eben nicht nach, ihr werdet es vielleicht kennen, der Hammerkerze sucht oder dem Morningstar Candlestick Pattern, sondern der sucht jeden Tag neu gewisse Wiederholungseffekte, die sich anhand des letzten Handelstages, Schrägstrich der letzten Handelstage, ableiten lassen. Das sehen wir uns, wie gesagt, gleich nochmal genauer an. Hier kommen aber Daten rein, nach dem Wenn-Dann-Prinzip wird gemischt und dann gibt es sozusagen die Entschlüsselung, die Defuzzifizierung, um diese Unschärfe, diese Grauzone wirklich auf eine Klarheit zu bringen. Und um die Begrifflichkeit nochmal ein Stück weit einzugrenzen, seht ihr hier, mit der Fuzzifizierung ist praktisch die Überführung der Daten, die reinkommen, gemeint, ja, um dann das Ganze hier nach quantitativen und qualitativen Messgrößen in eine Patternabfolge zu bringen. Und das ist das, was der Forex Bull tut. Das macht er nämlich ohne Vorgaben, sondern er schaut einfach, was in der Vergangenheit funktioniert hat und dann nach dem Wenn-Dann-Regelprinzip hier einen Output zu werfen oder auszugeben. Und die Fuzzi-Vektorlogik als solche stellt eben praktisch genau das Ganze dar. Und der Vektor ist hierbei als solches noch mit vergleichbar dargestellt als zweidimensionaler Raum des Chartes. Ja, ihr wisst ja, die klassische Chartgrafik seht ihr ja beim Forex Bull dann selber auch. Im Tool, Schrägstrich, wenn ihr auf dem Chart schaut, haben wir die X- und Y-Achse. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, mit diesem, sage ich mal, Universum arbeitet der Forex Bull. Und die abschließende Erklärung hier praktisch eingestreut ist die, dass wir hier letztlich ohne Vorgabe nach profitablen Pattern suchen. Das heißt, der Forex Bull wirft tatsächlich nur Pattern aus, die auch einen statistischen Vorteil bringen. Das heißt, wie gerade gesagt, es gibt ja auch da entsprechend weiße Währungspaare, wie den US-Dollar-Yen heute zum Beispiel. Da gibt es keinen Pattern, es gibt Bullish und Bärische. Und das hat er, wie gesagt, aufgrund seiner eigenen Mustererkennung sozusagen vorgenommen, um dann eben hier die entscheidende Information des zukünftigen Handelstags rauszuwerfen. Und somit gehen wir gleich in die Live-Umgebung. Ich möchte euch aber hier vorab nochmal das Herzstück vom Forex Bull nahelegen und wie ihr auch sozusagen, wenn ich jetzt den Forex Bull einleite, vorgehen solltet, nämlich gerade der Währungsmarkt. Ich hoffe, jeder hat schon ein Stück weit Kontakt damit aufgenommen, hat diesen auch schon zu schätzen gelernt. Und hier ist der Fokus natürlich, gerade wenn wir über den Intraday-Handel sprechen, natürlich auf die großen Major Pairs gelegt, auf den Major Market. Und das sind Währungspaare, die mit dem Dollar im Kontext stehen. Das seht ihr auch hier. Die haben auch entsprechende Händlerbezeichnungen. Hier sehe ich gerade hier oben, da muss ich ein zweites E einbauen. Der Greenback, den gibt es nicht, das soll der Greenback sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr wisst, was ich meine. Das sind die Händlerabkürzungen, eben US-Dollar für Greenback, Euro nennt sich Euro, Britisch Pfund US-Dollar hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, nennt sich Cable. Letztlich sind das die großen Major-Währungen, die ganz enge Handelsspreads haben und sich für den Intraday-Handel hervorragend eignen. Denn da ist An- und Verkaufsspanne sehr klein und die sind auch sehr liquide und sehr, sehr volatil, beziehungsweise auch, ja, sag ich mal, marktbestimmend. Das sind zumindest mal die großen acht, denen man sich hingeben sollte, um sozusagen damit arbeiten zu können. Also die großen acht Währungsräume, sage ich jetzt mal, US-Dollar, Euro, Yen, Pfund, Schweizer Franken, Kanadisch Dollar, Australdollar, Neuseeland-Dollar. Diese zwei unteren sind natürlich, ja, darf man sagen, warum sind die jetzt wirtschaftlich so interessant? Weil sie den engen Draht zu China haben. Das ist der Schwerpunkt. Klar ist von der Volkswirtschaft her Neuseeland unterirdisch, Australien jetzt auch nicht so mächtig, aber auf den ozeanischen Bereich bezogen extrem interessant und natürlich im Kontext zu China eine gewisse Abhängigkeit, ja,
nicht zu hinterfragen ist, sondern gang und gäbe. Und insofern diese Währungspaare auch am internationalen Währungsmarkt durchaus sehr liquide. Zu diesen Paaren kommen dann hier solche Cross-Rates, britisch Pfund Yen, Euro britisch Pfund zum Beispiel, die auch Händlerbezeichnungen haben. Der britische Pfund Yen nennt sich ja zum Beispiel auch The Dragon als Name. Hier habe ich jetzt Beast aufgeführt. Es sind natürlich vielerlei Konstellationen da noch möglich. Aber grundsätzlich, danke für den Hinweis auch, der Australier hat natürlich speziell auch einen Rohstoffbezug. Absolut richtig. Der Kiwi mit seiner Milchproduktion jetzt weniger. Aber Australien natürlich ist ein Rohstoffland. Gerade auch mit der Schnittstelle zu China hochgradig wichtig. Sehr guter Einwurf an der Stelle. Nun haben wir diese Währungspaare und diese nochmal gecrossed miteinander. Ergibt sich dann ein Währungssalat, so nenne ich es jetzt mal, aus 28 Währungspaaren. Ja, wir haben die großen 8 Major-Währungen cross, denn verschiedene Währungspaare, und im Währungsmarkt handeln wir ja immer Paare, dann haben wir sozusagen schon mal 28 Assets, Underlyings, die wir jeden Tag mit dem Forex Bull Intraday screenen können. Dazu haben wir bei uns noch den Goldpreis, Silber und noch die 4 Ergänzungen zur norwegischen und schwedischen Krone im Kontext vom Euro und Dollar. Und insofern haben wir dann summa summarum 34 Underlyings, das ist so ein Stück weit früher der DAX 30, jetzt Richtung DAX 40, also 34 Assets, die der Forex Bull jeden Tag identifizieren kann. Dazu könnt ihr euch natürlich die Indizes anschauen, die Aktien anschauen und auch noch Kryptos. Ja, das sind Daten, die der Forex Bull alle aufnimmt, aber hier das Herzstück vom Forex Bull sind eben die Währungen. Und das gebe ich euch auch nahe, gerade im Intraday-Handel sind Währungen natürlich sehr, sehr spannend. Zur Wahrscheinlichkeit kommen wir gleich. Hier sehen wir nämlich jetzt das erste Bild rund um den Forex Bull. Das ist ein früheres Bild und da will ich jetzt am besten doch gleich mal live rüberschalten, bevor ich dann gleich den Bildschirm auch Bernd geben muss. Herr Je, wir haben es schon 45, ich bin doch ein bisschen weit gerannt von meinen Ausführungen. Aber jetzt mal zur Sache an der Stelle. Der Forex Bull, wenn ihr den denn habt, ich mache jetzt mal sozusagen einen Neustart in Anführungszeichen, leg mir das sozusagen mal auf die Seite. Also hier sitzt er jetzt praktisch das fertige Szenario. Das bringt uns jetzt praktisch mal gar nichts, sondern ich fange jetzt dann mal von vorne an und lade sozusagen ein neues Szenario. Und dann sitzt er mal den Forex Bull sozusagen jetzt erstmal ganz nackert. Das heißt, wenn ihr den bekommt zum Download, sieht er erstmal so aus. Da gebe ich euch, wie gesagt, den Tipp. Hoppala, jetzt bin ich hier auf die Website gekommen. Sekunde. Da ist der liebe Rocco zu sehen gewesen. Da gebe ich euch den Tipp. Hier, wie gesagt, oben definitiv die Kurzeinleitung mal zu lesen und auch noch ein Stück weit natürlich unser Webinar sich in Erinnerung zu rufen. Wie schon angedeutet, gibt es verschiedene Tools und Möglichkeiten, die ich jetzt in die Tiefe oder in der Tiefe gar nicht analysieren will, sondern ich will euch einfach erklären, wie ihr jetzt den Forex Bull direkt mal starten könnt, wenn ihr ihn denn in der Benutzung habt. Das Herzstück sind hier die Szenarien. Das Feld ist jetzt aktuell leer und deswegen müsst ihr hierbei alle Werte entsprechende Werte identifizieren. Und da sehen wir auch schon, hey, da haben wir die DAX-Aktien sogar mittlerweile dabei, da haben wir die Dow Jones-Aktien und die Indizes selber, die hier vom Forex Bull nach der gleichen Pattern-Logik analysiert werden. Ja, das heißt, ihr könnt euch hier mit diesem Szenario einzelne Szenarien auch anlegen, nur für Aktien, nur für Währungen, nur für Indizes oder ihr könnt es so ein Stück weit gemischt machen, wie ich es tue, um dann sozusagen ja praktisch ein gesammeltes Setup abgefragt zu wissen. Und wenn ich jetzt hier auf Forex klicke, dann haben wir hier alle Devisenpaare, die der Forex Bull und die auch JFD im Übrigen, hier gibt es auch direkt den Link zu uns im Tool selber, dann eben auch handelt bzw. handelbar macht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Euro gegenüber oder auf das Währungspaar Euro britisch Pfund klicken, oder wir sehen es jetzt hier erstmal und machen einen Doppelklick, dann ruft sich das entsprechende heutige Pattern auf. Und wir sehen auch schon wieder zwei Pattern an der Stelle, das ist ganz spannend. Aber mit diesem Doppelklick habe ich dieses eine Währungspaar jetzt in das Szenario geschoben. Klicke ich auf Szenario, sehe ich Euro, britisch Pfund. Okay? Und gehe ich wieder zurück auf alle Werte, dann kann ich jetzt sozusagen mit Doppelklick oder mal ein anderes Beispiel, rechter Mausklick, Wert zu Szenario hinzufügen, linker Mausklick, füge ich Kanadisch Dollar Yen hinzu. Und da haben wir heute, und das ist ganz spannend, ein Pattern mit 100%iger Trefferquote. Und jetzt kommt es aber zum Lesen dieses Tools. Denn neben Hoch, Tief und Close und der prozentualen Veränderung sehen wir hier noch eine Anzahl Count. Und auch zu der Erklärung mit der Trefferquote. Hier der Punkt, dass man sagt, es kommen nur Pattern in Frage, die eine Trefferquote von über 60% haben. Das ist das Kernstück. Ihr seht es auch, wenn ich mit dem Kurse hier runtergehe, wird dann nochmal aufgezeigt, was die kleinen, sage ich mal, einzelnen Fenster zu bedeuten haben. Aber faktisch ist,
Ja, es ist so, dass wir hier grundsätzlich erstmal Pattern ab 60% nur aktiviert wissen. Das heißt, ihr werdet hier nie Pattern finden, die eine 55-prozentige Trefferquote haben, beziehungsweise 50 und weniger. Was wir aber sehen, ist, dass hier ein Pattern auftaucht mit 100%. Das kann auch durchaus häufiger vorkommen. Nur ist die Account-Häufigkeit mit 3, ja, Anzahl, so oft trat das Pattern in der Vergangenheit auf, einfach zu gering, um relevant zu sein. Nun müssen sich die Pattern auch entwickeln und wie wir es jetzt beim Jetzt gehen wir mal zurück auf das Euro gegen oder auf das Währungspaar Channel, Euro, British Pfund. Wenn sich natürlich so ein Währungspaar entwickelt, kann man hier natürlich dann auch mehrere Währungspaare identifizieren und die Grundsatz, sage ich mal, Bedingung, die wir hier pflegen und hegen, ist, dass wir Pattern ab einer Accounthäufigkeit von 30 attraktiv finden. Das hängt auch ein Stück weit mit der Meteorologie zusammen, dass man sozusagen ab 30 Perioden, 30 Jahren, 30 Wiederholungseffekte so ein Stück weit eine statistische Relevanz erahnen kann. Und das ist das, wo wir sagen beim Forex Bull, Anzahl Counts unter 30, schön, aber irrelevant. Da ist auch die Trefferquote eher ein Stück weit schwammig. Insofern viel wichtiger, dass wir hier eine hohe Account-Häufigkeit haben. Und das zeigt sich hier beim Euro-Britisch Pfund im Rahmen dessen, dass wir hier mit diesem ersten Pattern hier oben, da kann man im Prinzip auch auf die Pattern klicken, heute einen bärischen Tag haben, 66-prozentige Trefferquote bei 556 Wiederholungen während der letzten Jahrzehnte, ergab im gemittelten Wert diese Performance, das Hochtief und den entsprechenden Schlusspreis. Das zweite Pattern mit einem Klick abrufbar. Jetzt sehen wir übrigens hier, das Pattern selbst leitet sich aus diesem Vortag, das war jetzt der Mittwoch, die dritte Kerze, das war der Dienstag, ja, und da haben wir natürlich den ersten Tag noch auch zu drin. In dieser Pattern-Abfolge, aber diese zwei Kerzen geben die Prognose für den heutigen Handelstag. Und gehe ich jetzt auf das zweite Pattern, dann haben wir sogar hier noch mehr Kerzen, die diesen heutigen Handelstag orakeln. Ihr seht das hier, wenn ich nochmal zurückgehe auf das erste Pattern, der weiße Barchart, das ist so ein Stück weit eine Barkerze, ist ja ähnlich von den Dateninhalten wie eine Candlestick, sieht halt nur nicht so schön aus. Aber diese Barkerze heute, das seht ihr, ist die Prognose für den heutigen Handelstag. Und das ist im Prinzip ermittelt aufgrund der Pattern der Kerzen des Vortages. Und das sehen wir hier zum Beispiel dieses heutige Pattern und dann dieses heutige Pattern eben aber dann mit 3 Kerzen. Und so kommt dann hier die entsprechende, ja, Prognose zum Tragen, die man dann hier ableiten kann. Und dann sind wir jetzt an dem Punkt, dass man diese einzelnen Setups sich hier eben in entsprechendes Szenario pflegt und diese dann abspeichern kann. Und so kann man sich hier ein gewisses Band, man kann auch nur die Euro-Pairs handeln und dergleichen, aber ich lege hier nochmal den Tipp nahe, dass man sich hier wirklich nicht unbedingt auf den Euro gegenüber der türkischen Lira einschießen sollte oder den mexikanischen Pesos, sondern vielmehr eben die Majors mit in Betracht zieht. Man kann auch andere Währungen betrachten, da ist der Grenze kein Einhalt geboten, aber ihr dürft auf jeden Fall hier gerade für den Anfang euch nicht überladen mit Informationen. Insofern legt euch da gerne eure Szenarien an und diese könnt ihr dann individuell, wie gesagt, speichern und auch wieder öffnen. Wenn ihr denn eins öffnen wollt, fragt euch immer vorher, was ihr hier angelegt habt, ob ihr es denn sozusagen noch speichern wollt zuvor oder nicht. Und jetzt haben wir dann hier praktisch dieses Fenster, wo man dann entsprechende Updates und fixierte Szenarien einladen kann. Und jetzt lade ich praktisch mal mein Standardszenario ein. Das von Bernd sieht ein bisschen anders aus. Und gerade weil das Stichwort Bernd fällt, werde ich ihm im Prinzip gleich mal den Bildschirm rüberschießen, sodass wir einfach anknüpfend an das jetzige Intro eben heute auch mal auf den Live-Chart schauen, wo Bernd praktisch auch hier immer das Morning Briefing dann sozusagen ableitet und mal schauen. Ich weiß es jetzt selber nicht, wie das britische Pfund sich gerade entwickelt hat. Wir sind so ein bisschen zurückgekommen. Schauen wir mal, ob es hier entsprechende, ja, Vorteile gibt. Schauen wir rein. Der Forex Bull hat auch schon fertig geladen. Da gibt es dann im Prinzip hier auch so eine Information und dann habt ihr hier sozusagen auf dieser linken Seite das für euch individualisiert angelegte Szenario und um gleich die Fragen abzuholen. Diese Farben, die wir hier sehen, ja, ist ja relativ simpel. Bullish ist grün, das heißt, die ganzen bullischen Pattern sind hier auf der Oberseite und bärisch, da haben wir heute British Pfund, Euro British Pfund auf der Südseite, sind entsprechend rot. Ja, das sieht man gleich mal. Diese Pattern hier in der Mitte, oder vielmehr bei diesen Underlines in der Mitte gibt es keine Pattern, aber hier entsprechend.
Short Rot und Long Grün, haben wir doch eine ganze Armada. Das muss man dann aber allerdings auch mit dem Markt natürlich abgleichen. Und warum ist das eine dann hell oder dunkelgrün oder dunkelrot? Ja, das liegt daran, dass wir hier diese Account-Häufigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, eben sehen. Und diese hellgrünen Pattern, die sind Pattern, die ja durchaus relevant sind, aber die Account-Häufigkeit einfach nicht stark genug ist, um dann eben hier das Pattern in eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zu bringen. Ja, das einfach mal hier an der Stelle als Einleitung. Jetzt will ich mal sehen, dass ich den Bernd finde im Chat, um dann auch mal so ein Stück weit auch nochmal auf die Live-Charts zu schauen. Bernd, ich glaube, dein Mic habe ich schon aktiviert. Ich grüße dich erstmal. Hallo Chris und Grüße in die Runde. Super. Bernd ist Ja, du bereit, bist ja insofern. gut unterwegs hier. Du wirst zum Ende hin immer schneller, sehr gut. Brauche ich nicht mehr so viel reden. Nein, alles Ja, gut, alles gut. du, ich Super habe auch Einladung, schon super. ein Ja. Stück weit trockenen Hals, muss ich zugeben. Und ich habe auch gesehen, meine Güte, die Zeit ist schon wieder dahin gerannt. Lange Rede, kurzer Sinn, Bernd. Schön, dass du dabei bist und wir uns einfach mal so ein Stück weit über deine Schulter heften, damit du einfach mal ein Stück weit zeigst, was heute vielleicht auf der Agenda für dich stand, wie du es umgesetzt hast. Und ich habe ja auch schon vorhin den Hinweis gegeben und werde auch gern, wenn ich den Bildschirm jetzt rübergegeben habe zum Bernd, das Webinar für den Monatsabschied oder Ausklang vielmehr, dann Abschied. sozusagen einstellen. Ja, Abschied. Nein, der November. Wir müssen uns auch vom November verabschieden. Aber ich werde das Webinar reinstellen, wo es dann eben wirklich konkret nochmal um die Anwendung und Nutzung des Tools geht, wo Bernd jetzt so ein Stück weit eben nur vorstellt. Ja, in die Tiefe und wie man es nutzen kann, das wird es dann im nächsten Webinar geben. Und da stelle ich euch den Link gleich mal rein. Bernd, ich gebe dir mal den Bildschirm rüber, okay? Ja, bitte. Super, dann fangen wir jetzt gleich mal damit an. Und Link, wie gesagt, stelle ich euch gleich mal rein. Da gibt es dann noch ein bisschen mehr in den nächsten 2 Wochen zu erfahren. So. So, jetzt geht mal das an Bernd rüber. So, Bernd, dann gebe ich dir mal das Wort und halte jetzt erstmal die Bappel und trinke einen Schluck Wasser. Euro-Britisch Pfund, auch spannend gerade, wirst du bestimmt jetzt nochmal live auseinandernehmen. Und insofern, the stage is yours. Ja, vielen Dank, Chris. Und ja, das einzige Signal, was wir heute im Forex Bull gehandelt haben, ist der Euro gegenüber dem britischen Pfund Short. Steht ja auch hier ganz unten auf der Shortliste. Super Signal von der Häufigkeit her, von den zwei Pattern. Sieht gut aus, haben wir Short gehandelt. Allerdings wurde der Trade hier nach Forex Bull Regelwerk nicht aktiviert, weil er die Asia Range nicht nach unten verlassen hat, brach nach oben aus gegen 10 Uhr und somit wurde dieses Short-Signal auch negiert und der Trade auch gar nicht aktiviert. Was wir jetzt immer machen auch ist, wenn wir die Signale vom Forex Bull haben, jetzt hier zum Beispiel gerade heute auf der Long-Seite, haben wir viele, viele Währungspaare, die mit dem Australdollar und dem Neuseeland-Dollar zusammenhängen. Und die haben, wie der Chris auch schon eben sagte, in der Nacht schon einiges an Bewegung gemacht. Und jetzt muss man immer abwägen, will ich diese Signale dann auch handeln, ja oder nein? Der Forex Bull weiß nicht in der Nacht, ob eine Notenbank tagt oder was auch immer da passiert. Der liefert einfach die Signale anhand der ja, statistischen Daten und vorherigen Daten und wertet dieses anhand der FTSE-Vektorlogik aus und wirft dann dementsprechend einen Pattern aus. Und wie gesagt, beim Australdollar, Neuseeland-Dollar gab es heute Nacht stärkere Bewegungen. Oh, lustig. Und die versuchen wir natürlich durch den Forex Bull Trendscreener herauszufiltern. Man hat heute Morgen schon gesehen, und das ist jetzt der aktuelle Trendscreener mit den Signalen vom Forex Bull, grün, long, rot, short. Und da sieht man natürlich, okay, GBP Neuseeland-Dollar, GBP Australdollar wären auch heute Morgen schon. Ich gehe mal kurz auf das Morning Briefing. Das sind die aktuellen Zahlen von heute Morgen, also die Zahlen von heute Morgen. Und auch da, ich klicke mal groß, GBP Neuseeland-Dollar, Australdollar, beide long, auch im Trendscreener. Das heißt, auf allen Ebenen war der Trend durchaus long. Aber, und das sieht man jetzt hier in der Übersicht, man muss natürlich auch dementsprechend filtern. Einen Blick. So. Jetzt habe ich hier, und jetzt gehe ich mal auf eins von diesen Währungsbanden im M15. Man muss dann dementsprechend filtern. Und es hatte zwar ein Long-Signal, das britische Pfund gegenüber dem Neuseeland-Dollar, aber die Asia Range aufgrund der News in der Nacht
beträgt mittlerweile oder betrug in der Nacht schon 92 Pips. Das Währungspaar macht im Schnitt 118 Pips am Tag. Und somit ist die tägliche durchschnittliche Schwankungsbreite schon fast ausgereizt. Das sieht man dann an dieser Linie am ADR-High. Und somit, ja, man sieht, er stößt sich jetzt hier den Kopf. Und entweder hätte man den Stop-Loss dann hier setzen müssen am Pivot-Point. Selbst das hätte nicht gereicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt nochmal die 92 Pips nach oben macht oder mehr, ist halt gering. Und somit scheiden dann anhand des Trend-Screeners auch das gleiche beim GBP Austral oder 87 Pips versus 113 ADR noch nicht erreicht, aber die tägliche Schwankungsbreite ist ausgereizt. Und so kann man halt mit dem Trendscreener die Signale des Forex Bulls im Vorfeld nochmal nach bestimmten Kriterien filtern. Und da haben wir eine zu große Asia Range. Hier sind die Signale einfach eindeutig gegen den vorherrschenden Trend, wie man hier eindeutig auch im M15 sieht, auch heute Morgen in der Nacht, eindeutig abwärts. Und dann stellt sich die Frage, muss man diese Währungspaare noch handeln? Gut, hier ist jetzt auch die Asia Range zu groß mit 46 Pips im Verhältnis zu 55. Nehmen wir jetzt mal den Euro-Schweizer Franken. Das ist vom Rainbow her, war der heute Morgen in der Früh auch abwärts tendierend. Also wir benutzen halt den Trendscreener dazu, um die wunderschönen Signale rein statistisch vom Forex Bull nochmal zu filtern und unter die Lupe zu nehmen. Und das Einzige, was wir heute Morgen hatten, war halt der Euro gegenüber dem britischen Pfund. Der war heute Morgen auf dem Weg nach unten durch den Rainbow durch. Und da hätte man einen Trade wagen können. Aber wie man hier sieht, Asia Range nicht nach unten verlassen, nach oben ausgerufen, Trade automatisch gestrichen. Somit kann man wunderschön die Signale des Forex Bulls nochmal verfeinern und ich nenne es mal in Anführungsstrichen ein wenig tunen. Und sicherlich kann man alle Signale handeln, aber Qualität ist oft mehr als Quantität. Das hast du gut gesagt, Bernd. Also im Prinzip genau richtig, was auch ein cooles Feature ist dahingehend, dass der Trendscreener, also das Tool, was wir links sehen, ich sage mal dieses Ampelsystem, ja, wo du ganz links die Währungspaare hast, bullish, grün, short, rot, das kannst du mit dem Forex Bull aktivieren oder auch nicht. Da hast du dann praktisch eben immer diese Konnektivität. Genau, jetzt hast du alle Währungspaare drin, da kannst du noch auf die nächste Seite switchen und dann kannst du natürlich hier sozusagen die Daten des Forex Bulls sozusagen mit dem Tool direkt schon in Verbindung bringen und hast, wie du schon sagst, das vorgefilterte Setup, was du dir anschaust. Und da muss jeder auch selbst natürlich dann, es gibt auch Leute, die handeln generell gern gegen den Trend. Da findest du beim Forex Bull auch richtig viele Signale. Du kannst aber auch den Trendscreener natürlich sozusagen, du hast es gerade gemacht, sozusagen mit dem Forex Bull lösen, sodass du den Trendscreener, wie du links siehst, auch für jedes andere Asset und Underlying verwenden kannst. Das Herzstück ist aber natürlich die Verbindung mit dem Forex Bull, um die Signale eben mit dieser Trendlogik und du hast auch die Asia Range angesprochen, sozusagen abzugleichen. Weil natürlich ein Währungspaar oder ein gewisses Asset immer so eine durchschnittliche Schwankungsbreite hat. Und wenn die schon abgearbeitet ist, das hast du ja sehr schön erklärt, ist natürlich die Frage im Raum, ob dann noch genug Potenzial ist. Man kann drauf spekulieren. Bernd, du weißt es genau wie ich. Es gab schon Signale, da hat sich natürlich diese Range dann nochmal verdreifacht. Nur im statistischen Mittel ist das eher weniger der Fall. Aber man kann mit dem Forex Bull theoretisch, du hast frisch Pfund Neuseeland-Dollar, glaube ich, war es der. Der war ja noch in der Asia-Range sozusagen jetzt sogar noch gefangen. Wenn wir den nochmal gerade aufrufen. Oder nee, es war britisch Pfund Austral-Dollar, glaube ich. Der war, jetzt muss ich mal die Seite wechseln. Einer war noch in der Range. Genau, der hier. Das heißt, wenn der jetzt ein neues Tageshoch macht und aus der Asia-Range ausbricht, hey, das kann man durchaus handeln. Das ist über den Pivot-Point, Ausbruch Asia und die Range im Verhältnis gibt nicht mehr viel her. Aber das ist natürlich etwas, wo wir da drüben auch sehen, das Vorwochenhoch und das Vortageshoch, wenn der nochmal einen in den, sag ich mal, einen hinten reinkriegt, dass der nochmal richtig Gas gibt, dann kann der da auch hoch eskalieren und dann hat der Forex Bull auch einen Treffer erzielt. Soll halt hier auch heißen, dass man ganz klar sagen muss, diese Daten, die der Forex Bull auswirft, können natürlich auch, sage ich mal, potenziell eskalieren, in eine andere Richtung. Aber vielmehr geht es darum, dass wir den Trendimpuls zumindest mal innehaben und der weist heute rein technisch eben auch weiter aufwärts. Und wir haben hier im Prinzip noch die Stellschrauben angezogen, um noch verschiedene Parameter
zur Filterung der Signale anzuwenden. Und das verbietet eben hier und da einen Trade. Schrägstrich, gegen den Trend machen wir sowieso nicht. Wir schauen auf die Asia-Range. Und das sind solche, sage ich mal, Elemente, die wir auch im Handbuch beschrieben haben, wo ein jeder dann eben auch ein Stück weit sich beschäftigt mit und dann daraus das als, sage ich mal, Grundgerüst nehmen kann und sich dennoch seine eigenen Setups ableitet. Ja, man muss ja nicht den Pivot Point nehmen, man muss ja auch nicht die Asia Range nehmen. Man kann das Tool auch vielseitig nutzen und insofern denke ich, wir haben heute mal einen guten Einblick gegeben und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe den Link noch gar nicht reingestellt, das werde ich gleich mal nachholen, für alle die, wo im Prinzip jetzt das Interesse haben, dann sozusagen Ende des Monats beim Fortgeschrittenen dabei zu sein. Da wird nämlich dann speziell der Bernd hier auch den Trendscreener noch mal im Detail vorstellen, auch anhand der aktuellen Chartlage vom Tag jeweils. Und da werden wir auch noch mal kurz auf den Handelsroboter eingehen. Das ist natürlich auch toll, weil Bernd ja sagte, das Euro-Britische Pfund hat sich nicht aktiviert. Das wird sozusagen hier durch den Handelsroboter in der Regel immer umgesetzt. Aber dennoch natürlich, wenn der Trendscreener die Rahmenparameter gibt, wir den Expert Advisor Handelsroboter aufsetzen, müssen die Bedingungen natürlich erfüllt sein. Und das haben wir praktisch alles in diesen Handelsroboter reingepackt. Und sollte der Euro gegen den britischen Pfund heute nochmal ein neues Tagestief machen, ja, könnte man theoretisch short gehen, wobei der H1 als Trend, Signalfilter auch jetzt aufwärts zeigt. Das heißt, hier muss man wirklich immer wieder auch, und das ist natürlich auch Trading, seinen Trading-Plan entwickeln. Ja? Nach was suchst du, nach was handelst du, was sind deine Parameter? Und je nachdem, in welchem Timeframe man unterwegs ist, kann sich natürlich hier auch eine unterschiedliche Ausgangslage ergeben. Aber das gilt es natürlich individuell anzupassen und wir können euch hier nur Ideen geben, Anregungen, wie wir es machen, wie wir filtern, wie man den Forex Bull dann selber umsetzt, vielmehr. Das ist dann auch eine sehr individuelle Geschichte und da kann auch jeder ein Stück weit, sage ich mal, experimentieren, genauso auch mit der Anwendung vom Trendscreener. So funktional einsetzbar, dass das natürlich auch nicht nur auf den Forex Bull beschränkt ist, aber da liegt eben genau das Herzstück. Hier an der Stelle jetzt nochmal die Frage vom Daniel im Rahmen einer Playlist für den Forex Bull. Wir haben hier tatsächlich den ein oder anderen Workshop hochgeladen aus früheren Zeiten. Da gab es aber den Trendscreener sozusagen noch nicht und wir werden hier auch noch in Bälde wieder mal aktuellere Videos hochladen und wenn wir mal so einen Trading Day mit dem Forex Bull machen, sicherlich dann auch mal so einen generellen Workshop reinstellen. Zu dem Thema, dass wir dann das Ganze sozusagen ein Stück weit natürlich noch darstellen. Der Forex Bull selber wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch vermehrt im Trading Room wieder seinen Platz finden, weil wir natürlich mit dieser Handelslogik und auch diesem Trendscreener jetzt ein Stück weit mehr, ja, sage ich mal, fundamentales Rüstzeug haben, um euch dann sozusagen da abzuholen, eben in der Nutzbarkeit des Tools. Und jetzt sehen wir gerade, wo könnte man den Forex Bull tunen? Bis wohin? Ja, Daniel, der Forex Bull selber als Herzstück ist ja im Prinzip das geistige Eigentum des Entwicklers, ja, die FTSE-Vektorlogik sozusagen umzuswitchen. Das heißt, das Tool selber ist soweit entwickelt, die künstliche Intelligenz fragt jede Nacht neu ab. Sicherlich sind wir mit dem Entwickler eng im Kontext und bauen hier Brücken, haben auch schon das eine oder andere Feature sozusagen nochmal geupgradet im Tool selber. Aber der Forex Bull selber ist sozusagen an sich, will ich sagen, die fertige Software. Was wir getuned haben, sind eben sozusagen der Trendscreener, den wir dazu gesetzt haben und eben auch den Expert Advisor. Und da kann man natürlich auch ein Stück weit dann noch ja, selber auch seine Handelslogiken ableiten. Aber viel mehr haben wir da sozusagen jetzt nicht in petto. Und in Sachen Statistik zur Performance, fragt auch der Christian gerade, guter Punkt. Da haben wir in der Tat jetzt einen Track-Rekord im Aufbau, den wir, und das geben wir uns auch durchaus noch Zeit, weil es macht keinen Sinn, hier die tollste erste Woche zu zeigen oder die ersten 3 Monate. Das ist etwas, wo wir uns hier noch aufbauen, um in den kommenden Monaten da auch natürlich noch viel mehr Transparenz darzustellen und euch das zu zeigen. Es ist aber bedingt natürlich so, dass jeder hier, wenn man den Forex Bull manuell nutzt, eben Signale handelt, die wir nicht handeln und umgekehrt. Das heißt, hier so eine, sage ich mal, fixe Performance nach dem Motto, das ist die Performance vom Forex Bull, gibt es als solches nicht, weil man die Signale eben als Chancen vorgefertigt kriegt, aber die Umsetzung einem jeden selbst obliegt. Jetzt hat der Bernd hier schon fleißig wieder Charts auf- und abgerufen, aber ich wollte hier die ein oder andere Frage klären. Insofern, die Performance ist sehr individuell, aber ich kann dir sagen, wir bauen einen Track-Rekord auf, den wir dann auch entsprechend visualisiert dargestellt wissen für euch in Zukunft. So Bernd, jetzt hast du noch ein Abschlusswort vielleicht. Ich habe den Link jetzt gerade reingestellt zum nächsten Workshop. Ja, alles gut. Das ist sehr gut, wie du das gemacht hast. Ich konnte jetzt in aller Ruhe mal diverse Charts mal durchscrollen in den verschiedenen Zeitebenen, Timeframes. Und ja, durch den Screener ist das sehr, sehr angenehm.
Man kann halt auf die verschiedenen Timeframes klicken und hat dann immer schön relativ schnell. Man kann auch mit den Pfeilen hier rauf und runter gehen, dann kann man die ganze Liste in einem Rutsch durchgehen. Man muss natürlich die Charts immer wieder, ist ja so beim DAX, okay, der DAX, übrigens der DAX, sehr interessante Sideways-Range, aber egal. Nee, und dann kann man sich halt hier die schönsten Währungspaare im Screen herauspicken. Ein wunderschöner Rainbow nach unten. Müsste man eigentlich shorten, ADR-Low ist schon fast erreicht. Immer so eine Sache. Demnächst gibt es noch, kann ich schon mal sagen, als Erweiterung, die Filterung oder beziehungsweise die Sortierung anhand der Timeframes, wo sind die stärksten und schwächsten Signale. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf M15 klicken würde, sortiert er die stärksten Signale mit M15 nach oben. Das heißt zum Beispiel Euro-Neuseeland-Dollar wäre, wenn man auf M15 klickt, ganz oben in der Liste. Und da kann man sehr schön die stärksten und schwächsten Signale vorab schon mal filtern. Aber das ist in wenigen Wochen verfügbar. Von daher immer dranbleiben. Und ich sage vielen Dank, Chris. Ja, super. Genau. Das, wo du gerade sagst mit dem Upgrade, das ist sicherlich das, was der Daniel auch meinte mit Tunen. Das ist natürlich auch etwas, wo wir sagen, gerade wenn man den Forex Bull jetzt nutzt, bekommt natürlich jeder, der das mit uns nutzt, wir sagen immer so schön im Club der Forex Bull Anwender, bekommen natürlich dann auch die Updates. Und das ist natürlich auch ein Upgrade, wie du schon sagst, Euro-Neuseeland-Dollar steht da so eine 37 drin. Das wirst du dann in deinem fortgeschrittenen Workshop nochmal erklären, was es mit den Zahlen auf sich hat. Aber das ist natürlich dann das stärkste Pattern im M15. Und so kann man natürlich das Tool auch noch nicht ganz. Ja, Cut ist mit 42 ganz vorn. Aber man kann natürlich da eben entsprechend auch wirklich Screener, sagt der Name ja schon, den Markt schnell screenen. Und der Forex Bull ist hier einfach eine statistisch wundervolle Ergänzung. Heißt aber natürlich nicht, dass man dann, wie du schon gerade gesagt hast, Australdollar, US-Dollar sieht auch spannend aus im Rahmen eines Shorts-Trend-Fortsetzung. Ob es so kommt, ob es so nicht, das wird der Markt entscheiden. Insofern müsst ihr da immer selber natürlich dranbleiben. Okay, jetzt haben wir schon leicht überzogen. Ich will trotzdem sagen, Bernd, danke für deinen Input an der Stelle zum Abschluss. Ich hoffe, ein jeder hat sich da ein Stück weit abgeholt gefühlt. Wenn es Fragen, Antworten gibt, auf unserer Website haben wir das Kontaktformular, können Sie uns jederzeit schreiben. Ansonsten, wie heißt es so schön, es geht nichts übers Probieren. Ja, da hilft noch so viel Studieren. Man muss mit dem Tool auch in die Anwendung gehen, um es zu verstehen. Und das eben nicht nur 1, 2 Wochen, sondern idealerweise mal 4, 8 Wochen oder 12. Und deswegen schaut es auf uns eurer Website vorbei, da kriegt ihr alle weiteren Informationen. Die Seite hatte ich ja vorhin schon reingestellt. Und insofern, Bernd, dank dir für dein Intro, für auch den nächsten Workshop. Und dann würde ich sagen, habt euch wohl, happy trades, wie ich immer zu sagen pflege, und auf bald. Alles klar, bis dann, ciao.